Hallo und herzlich willkommen zur Surge Synthesizer Serie. In dieser Folge geht es um die Effekte. Legen wir doch einfach mal los. So, und zwar geht es in dieser Folge um diesen Teil hier. Geht hier oben los mit FX Bypass Character, wo man verschiedene Effekte ausschalten kann oder einfach nicht aktivieren kann. Hier unten drunter, was so ein bisschen zu den Filtern gehört, aber auch so ein bisschen zu den Effekten. Deshalb nehme ich das jetzt einfach nochmal rein, weil ich das bei den Filtern, glaube ich, unter den Tisch abfallen lassen. Dann hier den Szenen-Output mit seinen ganzen Parametern, die pro Szene da sind. Und dann diesen ganzen Balken hier mit den verschiedenen Algorithmen, die man hier sieht. Und den verschiedenen Send-Returns. So, jetzt eins nach dem anderen. Erstmal die ganzen Effekte kann man natürlich bypassen, also ausschalten. Und dieser FX Bypass ist standardmäßig auf Off, weil wir standardmäßig auch alle Effekte hören wollen. Man kann die jetzt aber alle hören, teilweise ausschalten oder alle ausschalten. Das hat was mit diesem Algorithmus, nenne ich das jetzt einfach mal, oder nach dieser Schaltung hier rechts zu tun. Wenn ich das hier auf Off habe, höre ich alles. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte die Send-Kanäle bypassen, also umgehen, nicht hören. Und wenn man sich jetzt einfach diesen Schaltplan hier anguckt und ich drücke jetzt auf Send, passiert erstmal nichts, weil ich hier ein paar Sachen ausgestellt habe. So, und jetzt werden die Send-Kanäle, sind die beiden hier nämlich ausgestellt. Wenn ich Send und Global ausstelle, werden die beiden Global Kanäle auch noch ausgestellt. Im Vergleich, alles an, Send und Global off und alles aus, es sind alle Effekte aus. Zu den Parametern hier, diese Character Parameter, das sieht man schön hier an dem Sägezahn, der ist jetzt gerade hier nicht aktiv, aber diese Parameter sind so ein bisschen, könnte man vergleichen, von Bright zu neutral, zu warm, würde ich sagen, hier sind mehr Höhen, das sieht man auch hier schön, wie hier dann plötzlich die Ausschläge da sind, neutral, also neutral, bisschen weniger Höhen und bei warm sind noch ein paar mehr Höhen abgeschnitten, dann klingt das alles so ein bisschen wärmer. Standardmäßig ist das hier auf neutral. Dann gibt es hier den Szenen-Output und der Szenen-Output ist pro Szene, wir erinnern uns A und B. Und da kann ich pro Szene einfach sagen, wie laut sollen die drei Oszillatoren sein oder die gesamte Konfiguration einer Szene. Wenn ich die zum Beispiel im Single-Modus habe oder im Key-Split oder Channel-Split oder im Dual-Modus, wo ich beide Szenen habe, kann ich dann einfach sagen, okay, die Szene B mit dem Sound soll vielleicht ein bisschen leiser sein als die Szene A. Oder auch andersrum. Genauso mit dem Panning. Ich kann für die entsprechende Szene, ich mache hier mal die Sense aus, kann ich sagen, mehr auf der linken Seite oder mehr auf der rechten Seite. Die Width ist nochmal mit der Width hätte ich jetzt gesagt, hatte ich eigentlich auch so gelesen, aber dann muss ich mich falsch erinnern, wäre jetzt die Werte gewesen, die ich mit B hier weiterleite. Aber das könnte jetzt auch hier mit dem Send-Kanal noch zusammenhängen. Und darunter habe ich jetzt auch noch die Send-FX1 und FX2-Kanäle und das sind nämlich diese beiden hier.
Wenn ich jetzt draufklicke, steht hier auch schön Ascent FX 1. Da habe ich jetzt mal ein Distortion-Modul drin. Und wenn ich hier draufklicke, steht hier auch schön Ascent FX 2. Und ich kann jetzt einfach sagen, wie viel Signal von dem aktuell von der Szene B in diese Ascent FX Kanäle zusätzlich reingetan werden, damit ich sie mit diesem Effekt bearbeiten kann. Zum Beispiel mit diesem Distortion. Weil es auch gerade noch ein Distortion-Effekt ist, habe ich hier auch noch den Gain, den ich hier wahrscheinlich ziemlich zurückdrehen muss, weil mir das sonst komplett eine Distortion reinfährt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier reinfahre, das ist wie so ein zusätzlicher Effektbus, den ich hier habe, den ich hier lauter oder leiser machen kann. So. Und das gleiche kann ich natürlich mit dem SendFX2-Kanal machen. Das ist dann dieser hier. Das heißt, dieses Szene-Output bestimmt, wie viel Originalsignal ich sowieso hier reinschicke, entweder in Szene A oder in Szene B. Wie viel hier in diese zusätzlichen Send, das könnte sowas wie Parallel Processing sein, Distortion oder irgendwie sonst was in der Richtung. Und diese werden dann, ich mache das gerade mal hier ein bisschen größer, diese werden dann zusammen einerseits hier seriell durchgeleitet, einerseits in diesen Send-Kanal, in diesen zusätzlichen Bus reingetan, mit dem Original hier nochmal, und dann werden beide Signale hier nochmal addiert, und zwar von beiden Szenen, wenn ich die aktiv habe. Und dann gehen die raus an die Global Effekte. Und da kann man dann Delay, Reverb oder was auch immer raustun, bevor die dann hier nochmal rausgehen. Hier drunter gibt es den SendFX1 und SendFX2 Return Parameter. Und hier kann ich dann einfach sagen, ob diese SendFX Return Parameter nochmal abgeschwächt werden von der Lautstärke. Das ist im Prinzip dieser Zug hier. So viel Signal geht von dem Original hier nochmal rein, bevor sie rausgeht. Das heißt, möchte ich nicht, dass dieses Originalsignal nochmal durch diese Parameter durchgeht, mache ich das Ganze hier quasi aus. Und nicht nur quasi, sondern richtig aus. Standardmäßig sind die an. Ob man das will, muss man dann immer individuell entscheiden. So, und jetzt komme ich hier unten hin, beziehungsweise hier oben hin. Diese Kästchen hier kann ich mit links anklicken und dann wird hier umgeschaltet und ich sehe dann schon, ich mache das mal wieder auf normal groß, ich sehe dann hier schon, okay, und den vielleicht ein bisschen rüber, hier kann ich jetzt was auswählen und dann klicke ich hier links drauf und dann habe ich hier eine riesige Liste an verschiedenen Möglichkeiten, was ich hier reinbringen kann. Ich kann einen EQ reintun, einen Exciter, einen grafischen EQ, einen Resonator, einen Show Distortion und so weiter und so fort, bis hin zu klassischen Chorus, Ensemble, Flanger, Phaser, Delay, unterschiedliche Reverbs und noch weitere Reverbs. So, und jetzt wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, bei dem Reverb nehme ich mir jetzt einfach mal Hall 1 raus. Dann erscheint mir hier eine ganze Parameterliste an für diesen Effekt. Und das entsprechende Kästchen hier ist nochmal orange unterlegt. So, und jetzt kann ich hier so Standardparameter eingeben wie Pre-Delay oder die Konfiguration des Reverbs mit Room Shape, Size, Decay-Time und Dumping, also wie der gedämpft wird. Dann habe ich hier einen EQ bei dem Delay drin, wo ich einfach sagen kann, okay, das Reverb enthält dann einfach weniger tiefe Frequenzen. Das heißt, ich schneide hier die tiefen Frequenzen ab. Ich kann hier weitere Einstellungen auch mit den hohen Frequenzen nehmen, dass die dann auch immer mehr abnehmen. Und ich habe hier dann noch einen Output und die Width ist dann einfach das Feedback, was da reinkommt, kann ich nochmal verstärken.
Und was ich bei vielen Effekten hier gesehen habe, ist, dass die standardmäßig auf 100% Wet stehen. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, weil normalerweise fängt man eigentlich so bei 0 an und zieht den dann langsam hoch, sodass das Originalsignal noch da ist. Ich muss hier mal so ein paar Sachen hier Sachen ausstellen. Mit einem Rechtsklick stelle ich die ganzen Sachen aus. So, und hier habe ich jetzt den Reverb, an dem ich gerade rumdrehe. Und ich habe hier jetzt auch etliche Parameter schon rumgestellt, ohne drüber nachzudenken, was ich zeigen will. Und der klassische Fehler, ich habe jetzt einen Reverb auf die Szene A gezogen, drehe jetzt wie wild rum und es ändert sich nichts, weil ich hier auf der Szene B bin. So, jetzt gehe ich auf die Szene A und jetzt höre ich auch den Reverb und höre auch die Veränderungen dazu. Und standardmäßig ist der halt hier. Das heißt, ich drücke und dann kommt kurz danach kommt der Reverb an. So. Oder ich mache hier den Low Cut noch ein bisschen weg und den High Cut noch ein bisschen weg. Dann kann ich den Mix hier ein bisschen aufdrehen. Dann wird der Reverb so ein bisschen dumpfer hinten raus, quasi. So, was ich hier schon gezeigt habe, ist, mit dem Rechtsklick kann ich ihn deaktivieren. Das heißt, wenn ich den im Moment nicht hören will, weil ich irgendeinen anderen Effekt gerade. Ich sollte hier bei Off und On noch alle anschalten. Kann ich einen anderen Effekt hier zum Beispiel mit einem Rechtsklick aktivieren wieder? Diesen Delay. Auch ein High Cut rein hier und vielleicht noch ein Low Cut. Dann hört man das schön. Hier habe ich dann zum Beispiel auch so ein Crossfeed bei dem Delay, wo ich links-rechts dann crossfeeden kann, also das Signal auf links und das linke Signal auf den rechten so ein bisschen rüberschieben und das rechte Signal auf den linken ein bisschen rüberschieben. Hat den Vorteil bei Kopfhörern, dass man so ein realistischeres Echo hat, weil normalerweise, wenn die Kopfhörer aufliegen und man sonst keine echten Reflexionen hat, die man dann doch mit beiden Ohren wahrnimmt, was auf dem Kopfhörer halt einfach so nicht geht, muss man das einfach simulieren. Das kann man durch den Crossfeed machen. Das heißt, jeden dieser Parameter kann ich mit einzelnen Effekten versehen und dadurch, wie das hier geschalten ist, kann ich das nochmal aufeinander Einfluss nehmen lassen, bis hin, dass ich hier bei den globalen Effekten bin und dann nach dieser ganzen Reihe von Effekten dann meinen Sound am Start habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal alles anschalte, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel rumgedreht, und ich habe die Szenen auf Single stehen, das heißt, wir hören jetzt einfach nur die Szene A. Habe hier ein bisschen SendFX drin für das Distortion. Den Gain ein bisschen auch hoch. Da hat man schon die Distortion. Nehme ich den Send Level ein bisschen zurück. Oder könnte auch hier den Gain noch ein bisschen weiter runternehmen. Mehr vom Signal da rein. Oder ich nehme das hier raus, dass dieser Return da überhaupt nicht zum Tragen kommt, zum Beispiel. Und so kann ich mich durchkonfigurieren durch diese ganzen Schaltflächen und kann so meine ganzen Effekte anordnen. So, eine wichtige Sache ist halt noch, wie überall bei Search immer mal einen Rechtsklick machen und einfach mal gucken, was kann ich hier noch machen. Ich kann hier zum Beispiel einen Extend Range machen oder ich kann hier bei den Drive noch mal verändern. Wo haben wir es denn? Jetzt brauche ich einen, jetzt finde ich gerade keinen.
Hier gibt es natürlich auch nochmal Untermodelle. Das ist nochmal auch so eine Geschichte. Den Feedback eventuell. Nee. Ah, vielleicht bei einem Reverb. Oder bei einem Delay. Genau, bei einem Delay. Delay ist immer gut. So, jetzt habe ich hier ein Delay und jetzt habe ich, das ist ein Stereo-Delay links-rechts. Und jetzt kann ich hier einen Rechtsklick drauf machen zum Beispiel und kann sagen Edit Value, beziehungsweise hier Straight, Dotted und Triplet. Das kann ich aber nur machen, weil ich hier den Tempo-Sync angeklickt habe. Klicke ich den weg, habe ich hier keinen Tempo-Sync und dann habe ich auch die anderen Parameter nicht. Jetzt irgendwo anders hingeklickt. So, habe ich die anderen Parameter nämlich auch nicht. Sobald ich hier den Tempo-Sync wieder anklicke, kann ich entweder hier rumschieben und dann sehe ich auch die Beschriftung oder ich mache wieder den Rechtsklick und habe dann hier wieder sagen oder kann hier dann wieder sagen, hier ich nehme eine ganz normale 16. Noten oder ich nehme gepunktete oder Triplets zum Beispiel. Ich kann auch von hier aus mir eine Modulation andichten. Bei dem Echo ist es jetzt funktioniert das jetzt nicht, weil einmal gedrückt, dann kommt halt das Echo. Aber wäre das jetzt ein anderer Parameter, kann ich von den Makros, mit den Makros kann ich das einstellen, mit den Szenen-LFOs, das heißt diese S-LFOs hier, oder per MIDI Parameter, die ich auch hier in den verschiedenen LFOs habe, kann ich das auch noch mal zuordnen. Und natürlich kann ich noch Assign Parameter, tue irgendwelche anderen MIDI Control Changes hinzupacken. So, das ist schon im Prinzip das ganze Effekt Rack von dem Search Synthesizer. Die Logik dahinter ist erstmal relativ einfach. Wie man die Sachen dann aneinander schaltet, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und wie man sich dann einfach nochmal hier durch die kompletten Effekte durchklickt und schaut, was braucht man denn gerade. So Sachen hier wie der Vocoder braucht dann natürlich auch wieder einen Audio-Input. Das Tree Monster kennt man vielleicht aus Bitwig, dann nochmal hier einen Ring-Modulator und so weiter und so fort. So diese vielen verschiedenen Effekte, die man hier am Start hat. Und meistens landet man dann doch bei einem Delay oder einem Reverb oder irgendwie sowas. Wobei natürlich auch hier so ein Exciter auch eine ganz nette Angelegenheit ist. So, das war's auch schon. Das war, glaube ich, ein ziemlich schnelles Video an der Stelle. Ja, nicht ganz so schnell, oder? Ja, nicht ganz so schnell. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese gesamte Serie. Und ja, wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, teilt die Videos, kommentiert, stellt Fragen oder sagt mir Bescheid, wenn ihr was Schönes gebastelt habt mit dem Search Synthesizer oder wenn ihr Presets oder Patches für den Synthesizer macht, sagt Bescheid, dann wissen die anderen das auch, die die Videos gucken. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.